Hallo, moin moin, meine lieben Filmfreunde, und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, lange, lange, lange ist es her, wo ich mal einen Film vorgestellt habe und auch ausgepackt. Aber ich werde jetzt wohl in Zukunft hoffentlich mal wieder etwas mehr ein paar Filme hochladen, die ich mir so jetzt in den letzten Monaten oder jetzt auch die jetzt in den nächsten Monaten bei mir eintrudeln. Ich habe jetzt wieder etwas Zeit gefunden, um das zu machen. Ihr kennt es ja selber. Arbeit, dann kommt man nach Hause erschöpft, schläft ein. Möchte eigentlich ein Video machen und dann wird's nix. Aber jetzt werde ich mal wieder ein paar Videos hochladen und der Spaßfaktor soll ja auch nicht verloren gehen. Ich mache es ja auch gerne und für mich und für die Allgemeinheit. Ich habe einen Film, der in aller Munde jetzt zur Zeit ist. Es gibt verschiedene Cover-Varianten von dem Film. Ich habe meinen, den hab ich habe ihn zwar gestern erst von der Post geholt, weil der kam einen Tag vorher. Und ich war nicht da. Also musste ich ihn von der Post holen. Ich habe heute auch wieder einen Film bekommen. Der ist auch wieder ab 18. Den muss ich am Montag dann auch von der Post holen, weil ich heute leider auch nicht da war. Aber ich kann euch gar nicht sagen, was es für ein Film ist. Ich habe so viele Filme in der Pipeline, die jetzt nach und nach veröffentlicht werden. Ich habe so eine grobe Ahnung, aber schauen wir mal an. So, es dreht sich um den Film heute um John Wick 4 im Steelbook. Der ist von Saturn gekommen, da habe ich ihn bestellt und ich habe 29,99 dafür bezahlt. Wir werden uns gleich dieses schöne Steelbook genauer angucken und wir werden ihn dann, werde ich dann gleich mal auspacken. Ich werde dann gleich mal die Kameraperspektive wechseln und dann schauen wir uns das gute Stück mal gemeinsam an. Ich kann zu der Filmreihe nicht viel sagen. Ich weiß grob, um was es geht. Schande über mein Haupt, dass ich noch keinen einzigen Film davon gesehen habe, obwohl sie alle in meiner Sammlung vorrätig sind. Aber wie das ja so ist, man findet einfach die Zeit nicht. Und wenn man dann abends nach Hause kommt und will sich den Film angucken, schmeißt ihn rein und schläfst dabei ein, dann bringt es dich auch nicht weiter. Aber der Winter kommt und da werde ich dann den einen oder anderen Film abhaken. Ich habe schon einige Filme jetzt in den letzten Monaten mir angeguckt, die hier schon, keine Ahnung, zwei, drei Jahre noch ungeöffnet im Regal stehen. Andere würden sagen, Alter, was machst du denn da? Holst du den Film und schaust du nicht? Aber ich bin nicht alleine. Es gibt genügend Filmfans da draußen, denen das genauso ergeht wie mir. Aber wie gesagt, John Wick, den werden wir jetzt auspacken und schauen uns das klassische Steelbook mal an. So sieht das aus. Ein echt abgefahrenes Artwork. Auch die Farbgebung und so. Cool. Also, bis gleich.
So, da haben wir das gute Stück vor uns jetzt liegen. So, nochmal einen Schluck Kaffee. Und dann werde ich das Ding jetzt hier mal von der Folie befreien. Oh, das ist, sehe ich jetzt schon, das ist sehr fingerdruckempfindlich. So. Dann werde ich mal die Karte wegpacken. So. Wir haben dann hier jetzt so die Karte einfach ohne Klebepopel, ohne irgendwelche anderen, bleibt einfach nur so rum. Finde ich sehr lobenswert. Dann schauen wir uns einmal das hintere an. Haben wir ein bisschen Text, ein paar Szenenbildern, technische Daten und FSK, eine Laufzeit von 169 Minuten, Laufzeit der Extras 86 Minuten, Bildformat 2,440 mal, na, dann kommt ja die 1080p 24. Wir haben hier eine Tonspur in Dolby Atmos. Sprache Deutsch, Englisch, Untertitel Deutsch, Deutsch für Hörgeschädigte. Ja. Hier haben wir dann noch die Extras. Ja, das war der Flyer, habe ich gesagt. Das können wir mal zur Seite packen. Und dann gucken wir uns jetzt mal das. Wie ihr sehen könnt, ist es ein Hochglanz-Steelbook in so einem Grün, oder für mich, ja, Grün, in so einem Türkis Farben mit Rot. Da haben wir dann die ganzen Protagonisten, die in den Film vorkommen. Hier haben wir dann den Spine. Auch halt verkehrt rum. Hier haben wir dann den Spine. Da steht dann John Wick Kapitel 4. Nicht großartig mit irgendwelchen anderen Sachen überhäuft. Und da haben wir dann das Artwork von hinten in einer gezeichneten Karikatur John Wick. Finde ich auch sehr geil. So. So haben wir dann jetzt die ganze Ansicht vom aufgeklappten Steelbook. Finde ich okay. Gefällt mir sehr gut. So, dann haben wir hier den Imprint. Hier haben wir die CD, also die DVD. So sieht sie aus. Gar nicht viel drauf gedrückt, einfach nur JW, John Wick Kapitel 4, FSK 18er Flatschen und das war's. Hier haben wir den Imprint, auch sehr schön in dem gleichen Stil so gehalten.
ist wohl eine Szene aus dem Film John Wick mit dem Hund. Und dann haben wir hier noch so ein paar Karten. Könnte man jetzt, wenn man wollte, auseinander trennen. Aber das mache ich nicht. Das klappe ich so wieder zusammen und kommt dann hier wieder rein. Das passt. Ich werde dann gleich mal gucken, wie die Bildqualität ist. Könnt ihr auch mal kurz reinschauen ins Menü, wie es aussieht. Und dann, ja, sehen wir uns dann wieder. Ich sage dann noch ein paar Worte und dann bis gleich. Ja, so sieht das quasi aus, das Menü. Wir haben hier Kapitelwahl, Einstellung, Extras. Wir gucken uns die Extras mal an. Und hier haben wir dann die ganzen Extras. Ich zoome mal ein bisschen ran. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier dann mal kurz auf Pause machen, dann könnt ihr sehen, was alles da ist. Ja, das ist ein umfangreiches Kapitel, also vielmehr Extras, die man sich da angucken kann. Kinotrailer 1, Kinotrailer 2. Ja, und dann haben wir hier noch eine Trailershow. Aber die startet auch direkt gleich, wenn man den Film reingelegt hat, startet er dann gleich direkt mit den Vorguckern. Und ja, ich kann einmal in die Einstellung gehen. Ja, hier haben wir dann Sprache. Für deutsche Hörgeschädigte, Deutsch Dolby Atmos, Englisch Dolby Atmos. Hier sind sogar beide Tonspuren drauf für englischen Ton und den deutschen Ton. Das ist ja schon mal sehr lobenswert. Kann man nicht anders sagen. Ich gehe da mal in den das aus. Film starten, mal kurz gucken, ein paar Minuten. Und dann geht das auch gleich weiter. Also Bildqualität ist jetzt von der Blu-ray bombastisch. Es ist jetzt bei mir ein bisschen hell. Wenn es ein bisschen dunkler ist, hat man natürlich noch besseres Bild oder nicht. Aber wir schauen mal. Kurz rein.
Ja, die Bildqualität ist absolut genial. Scharfes Bild, schöne Farben. Was will man mehr? Ich bin der Weg in die Ja, Stadt des jetzt Unheils. ist das ein ganz normal, kein 4K Ich bin der Scheibe, ganz Weg normale Blu-ray. zu ewigem Schmerz. Das Selbst wenn reicht alle mir Götter auch völlig verloren und gehen, vor ja. mir gab es keine erschaffenen Blicke, nur jene, die ewig wären. Jo, das soll es dann erst ein. Ja, meine lieben Filmfreunde, das war jetzt die kurze Vorstellung von meinem Steelbook zu John Wick 4. Und was soll ich sagen? Die Bildqualität ist Bombe. Ton war jetzt ganz normal, jetzt über Fernseher, habe ich jetzt nicht über die Anlage laufen lassen. Wie gesagt, es war auch nur ein kurzer Einblick mal, damit ihr ungefähr mal sehen könnt, wie das Menü aussieht von der Blu-ray-Scheibe. Ich bin damit zufrieden und ich finde ja auch neuere Filme, die vorab schon in 4K mit einer höheren Auflösung gedreht werden, wenn man die sich auf 4K dann zulegen möchte, kann man es gerne machen, aber es reicht eigentlich auch die normale Blu-ray. Sollte die 4K-Scheibe günstiger sein als die Blu-ray, kann man auch gerne zu der 4K-Scheibe greifen oder es sind beide Scheiben vorhanden, so wie es ja auch schon in der letzten Zeit ja häufig vorkommt, dass dann die 4K und die Blu-ray dabei ist, aber auch bei älteren Filmen, so aus den 80ern oder 90ern, einige Filme sind gut auf 4K umgesetzt und bei manchen sagst du dann, das lohnt sich nicht, da abzugraden. Aber das muss im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden, ob er upgraden möchte, sich die Scheibe, den Film auf 4K zulegen möchte. In meinem Fall, ja, brauche ich es nicht unbedingt. Einige Scheiben, einige Filme habe ich auf 4K. Zum Beispiel, jetzt mal vom Thema kurz abgeschweift von John Wick, die Star Trek Filme, die Kinofilme, die kommen ja jetzt alle nach und nach, sind sie ja schon auf 4K herausgekommen und da musste ich feststellen, dass da, obwohl die Filme sehr alt sind, die Qualität sehr gut ist. Ich werde sie mir auch so nach und nach holen und der Preis stimmt, du kriegst dann, weiß nicht, für 25 € hast du eine Scheibe, ein 4K. Ich habe meine jetzt teilweise mal im Angebot bekommen für 22 €, aber so für 25 € für Star Trek ist das voll und ganz in Ordnung. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wenn ich sie alle mal irgendwie auf 4K habe, werde ich sie auch mal vorstellen. Aber das dauert noch ein bisschen. Aber irgendwann mache ich auch da mal ein Video drüber. Wie gesagt, ich werde mal gucken, ob ich den Trailer an dieses Video ranhänge. Ansonsten verlinke ich ihn euch unten nochmal in die Videobeschreibung. Das war mein kurzes Statement. Genießt das Wetter, schaut Filme, Serien, bleibt gesund. Und ich sage an dieser Stelle, Marco ist wieder raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.